Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. an meinen Seiten sind Reaper. Hallo. Entschuldigung. Was hast du denn gemacht? Enno. Hallo. Und Bamba. Hallo. Was hat er denn gemacht? Ich hab grad einen Hustenanfall. Ihr habt schön. Ja. Ach, geh mal wieder eine rauchen. Ja, so in der Art, ne? So, alles klar, los geht's. Also, wir müssen nach rechts abbiegen. Vielleicht können wir uns da auch schon Heli schnappen, weil wir heute DJ Perico festnehmen wollen und ausquetschen wollen. Also nicht töten. Nee, nicht töten. Er soll uns den Verschlüsselungscode für die Hauptsteuerung der Radiostation geben. Ich dachte, der hat sechs Mucke, die der macht, hallo? Ja, hallo, der hat keine GEMA bezahlt. Also theoretisch müsste links von uns auf dem Berg gerade ein Heli stehen. Der sieht doch nett aus. Und die nicht! Das war nicht. Oh Gott, ich glaube, jemand liegt von uns, oder? Nee. Nee. Aber der Heli ist hinüber. Wir hätten oben auf dem Berg noch einen weiteren. Nun, das Auto ist auch hinüber. Ich glaube, unser Commander ist. Scheiße, das wird morgen viel wehtun. Oh Gott, ich glaube auch. Mir geht's gut. Okay. Auferstanden aus Ruinen. Ein Stückchen den Berg hoch müsste noch einer sein. Ja, sehen. Okay. Ah ja, positiv links von uns. Achtung, hier sind auch Leute, oder? Drei. Ja, ich kann zwei sehen. Ich hab die ein. Ja, ich bin ja auf der richtigen Seite, dass ich alle im Visier hab. Okay. Okay. Da ist auch noch ein Ölfass. Erst hat er keins, jetzt kriegt er alles. Als nächstes bringen wir Demokratie ins Land. Ich glaube aber nicht, dass sie sich darüber freuen werden. Ich fliege. Okidoki. Ab zum Mausoleum geradeaus. Direkt vor uns her. Leicht links ab und die Luftabwehr zu umgehen. Mhm. Gehen wir über den hinteren oder vorderen Teil des Gelände rein? Oh Gott, oh, wir werden gesehen. Und sagt auf dieser Seite. Von wegen. Von dieser Seite ist ganz gut, wenn wir rangehen. Wo jetzt? Oh, da ist unten. Ja, bei dem Traktor. Ich habe keine Ahnung, ob sie vielleicht doch getroffen. Ach, oh, hier stehen auch schon wieder welche. Da oben stehen noch irgendwelche Fässer. Ja, die gucken uns aber auch an. Der Helikopterpilot sollte ein bisschen mehr auf. Ja, den Stealth-Faktor bedacht sein. Bringen wir uns einfach mal irgendwo hin, wo wir landen. Und wo wir einsteigen können. Also wenn du jetzt gerade drauf zufliegst, dann müssten da gleich die Zugschienen kommen. Ich denke, das ist ein guter Landepunkt. Die dürften relativ eben sein. Das Problem sind nicht die Schienen. Wir brauchen hier einen Zug. Ja, deshalb will ich nicht direkt auf den Schienen landen. Am besten hier am Tunnel. Okay, das ist gut aus Plätze. Okay, dann versuchen wir erstmal auf die Höhe zu kommen. Habt ihr alle eure Bergsteigerausrüstung dabei? Aber ja doch.
Aber ja. Ich bin Scharfschütze, ich hab das Ding immer dabei. Dann mal hopp hopp, keine Müdigkeit vor Schütz. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber ich bin schon oben. Da lehnt er dir. Schwätzer. Okay, wir könnten hier wieder Haken gebrauchen. Ja, wir können auch rechts rum, Richtung Kran. Oh Gott, ich hätte mehr trainieren sollen. Als Commander müssen sie nur den Funk bedienen können. Naja, man sollte nun nicht gerade wie ein obszöner Anruf klingen, nur weil man 5 Meter gelaufen ist. So, wo kommt man jetzt? Okay, bis hierhin kommt man ja gut voran. Ja, dann machen wir von hier aus den Einstieg. Okay, einer schläft hier im Zelt. Das ist auch der Befehlshaber des Lagers. Wo ist unser Zielgebiet? Wo müssen wir da hin? Nach ganz oben? Wir müssen nach oben, ja. Wenn ihr links an den Fels wenden, bin ich gerade hochgeklettert. Ich bin bei dem ersten Rondell jetzt hier oben. Okay. Kommt man komplett hochgeklettert. Es gibt so ein paar Stellen, da kann man sich festkrallen. Ja, ich sehe schon, da ist ein kleiner Weg. Aber nicht so gut hoch. Ich könnte sonst auch, ich komme da wahrscheinlich auch nicht besser hoch. Ich könnte sonst einfach auch über dieses Gelände. Hat keiner gehört, ne? Nee, nee. Setze Drohne ein. Ich brauche, ja, genau, die Unterstützung. Er wacht gerade auf im Zelt, das ist der Befehlshaber. Das heißt, er wird sofort funken, wenn er. Erledigen? Erledigen, er ist was allein. Was ist das für eine Lampe? Okay. So, da vorne ist noch jemand. Da ist ein zweiter Tango. Die kommen gerade aus der Kantine. Oh ja, in der Kantine befinden sich 3 Leute, glaube ich. Sind die 2 alleine da? Ach ne, da ist noch einer. Das macht 3. Sehe einen Generator. Schalten wir das Licht aus. Wo ist der? Der befindet sich da, wo Wanwa an dem Gebäude ist. Genau, gehen wir ein Stück weiter, Wanwa, dann kommt da so ein eingezäunter Bereich. Ah, ja, ich sehe es. Ja. Aufpassen, dass dein Geschütz. Im Turm sitzt jemand. Ich zähle 5. Beide Türme. Okay, ich schalte den Generator aus. Ja. Und Strom ist weg, die sind blind. Das ist sehr gut, das hat hier oben auch den Strom abgeschaltet. Okay, ich versuche mal die 4 in dem Turm zu erledigen. Ich vermine mal den Mörser hier oben. Ich muss mich zur Wehr setzen, hinter mir stand plötzlich jemand mit Cowboy-Hut, den ich nicht als Feind erkannt hatte. So, Vorsicht, der Mörser ist vermint hier. Okay. Zweiter Mörser lokalisiert, wo ist der? Unterhalb. Noch weiter unten als das Plateau, wo Wanwa und ich uns befinden. Hanno, siehst du ihn? Hier ist Mörserbeschuss. Und ich werde beschossen. Ein Schuss noch. Okay. Irgendwo Richtung Flugabwehr. War der. Natürlich sich auch hinter den Felsen jetzt noch befinden.
Ach, da befindet sich wirklich zwischen den Felsen. Oh. Pass auf, der hat hier oben Maß genommen. Ich bin wieder. Okay, wie ist die derzeitige Einsatzlage? Ich würde auch was. Gut, was sagt der Commander? Unser Commander ist down. Ich weiß nicht wo. Ich habe nur groß Gatling-Gefeuer gehört. Okay, ich glaube, ich weiß, wo die letzte Position des Commanders sein könnte. Ich befinde mich da in der Nähe von dem Stromgenerator, müsste es sein. Im groben Bereich. Umkreis 50 Meter. Ich glaube, ich habe den Mörser lokalisiert. Das ist der zweite Ziel. Oh, nein. Nein. Ich werde das mal versuchen, den Mörser auszuschalten. Jetzt zu finden. Hochkommen. Wo genau seid ihr? Wollt ihr nochmal pingen? Hier oben auf dem Plateau, also anscheinend. Unten, ernsthaft? Nein, weg. Der hat sich selbst so. Ach nee, das war die Mine. Hinter hier! Beim Mörser! Beim Mörser direkt. Ah. Danke. Bitte, wo sind die anderen zwei? Ich weiß, dass unser Commander hier unten direkt vor der Statue liegt. Ich meine, da hätte ich sie gesehen. Okay, dann würde ich mal hier vorne den Weg runter gehen. Ich meine, ich hätte hier vorhin nämlich irgendwo jemanden gesehen, aber ich kann mich auch irren. Doch, da, ich sehe sie. Da unten liegt sie, direkt vor der Statue an dem Podest. Ja, ich sehe sie. Ich gebe dir ein bisschen Rückendeckung. Ja, irgendwo war gerade einer. Oh, danke schön. Danke. Wann war lief zwischen den Häusern rum? Gott, da ist was hier zu finden. Ich weiß nicht genau. Ich schaue mich bei der Armeria und bei dem Granator mal um. Okay, dann nehme ich hier das Anfangsgedöns. Wann war bist du hier irgendwo? Und so. Nicht beim Generator. Wann war? Ich hab ihn. Super. Ach, da beim Zelt. Er wollte sich auch schlafen legen. Okay, wie ist die aktuelle Gefechtslage? Mörser oben ausgeschalten, Mörser unten noch aktiv. Okay. Aber der hat sich gerade. Dann sollten wir den unteren Mörser erstmal ausschalten. Ja, das Ding ist aber, ich habe noch nicht genau gesehen, wo dann steht. Ja. Unten vielleicht auf der nochmal unteren Ebene. Oh, ich werde hier gesehen. Dann würde ich entdecken. Im Gebirge sind noch einige Gegner. Einer kommt hochgelaufen. Wow! Nein! I'm head down! Oh Gott. Bei der 1 und bei der 2. Da, ist der. Okay, ich bin auch sofort auf dem Weg. Warte, ich komme mit. Ich werde dir Deckung geben.
Der Tango ist hin. Nummer 1 ist down. Nummer 1 ist bei der 2, ja. Also hier irgendwo im Eingangsbereich, ja, glaube ich, sehen, ja. Ja. Oh Gott. Oh, geht das schnell. Oh, meine Übung in der Wiederbelebung haben sich ausgezahlt gemacht. Nummer 2 down. Wo war jetzt der Mörser? Man hier, wo ich bin, runter geht, stand da, glaube ich, links in einem kleinen Verschlag. War. Wow! Mörser down! Jawohl, dort, dachte ich. Bitte mehr durchgeben, Rüber. Okay. Nicht zu eigenständig. Oh mein Gott. Da ich lege hier bei einem Wasserturm. Sie haben Verstärkung bekommen. Bei der 1 befinden sich einige. Oh Gott, der Wasserturm wird mir, glaube ich, zum Verhängnis gleich. Oh. Zivilist. Granate im Anflug. Ein falsches Schussfeld. Wann warst du das da in dem Blechhaus? Ja, nein, ich bin in einem Backsteinhaus. Ja, halb Backstein und halb Blech. Okay, ja, dann ja. So, Ziele müssten down sein. Ja. Bildige, Tango ist down. Dann kommt einmal zurück wieder oben aufs Plateau. Dann bin unterwegs. So, okay. Reaper, wo bist du? Ich hocke hier auf meinem Stein. Du warst sogar okay. Hier. Da. Okay, Enno, wo bist du? Oberstes Plateau. Oberstes, okay. Wir sind noch auf dem unteren. Ich bin gerade auf der Treppe. Auf dem Weg zur unteren Basis, ja, bei meinem Commander. Okay. Dann weiter, nächstes Plateau. Der ist schon da, der Top. Huch! Schranke, das Vorsicht. Plateau hier oben scheint auch komplett sauber zu sein. Ich denke, die haben den Lärm gehört und sind alle schon runtergekommen. Ich fahre. Trotzdem vorsichtig bleiben. Bei unserem DJ dürfen vielleicht auch noch Leute sein. Immer diese G-faulen Menschen. Ja. Vor allen Dingen, er lässt den Scharfschützen unten stehen, der jetzt hier die Treppe hochhechten darf. Unsere Scharfschützen liegen den ganzen. Unsere Scharfschützen liegen den ganzen Tag noch auf dem Boden. Ein bisschen Training tut ja auch gut. Ja. Okay, wir gehen hoch zu den Säulen. Oh, ein imposantes Gebäude ist das. Oh ja. Da würde ich auch gern liegen, wenn ich tot bin. Das kann sich schneller arrangieren lassen, als du denkst. Ah, ich sag mal, mit dem Geld, was ich da aus dem Casino mitgenommen habe, kann ich mir so ein Ding bauen lassen. Ja, ja, du weißt, ne, da muss noch ein Anteil hier rüber, ne? Der Anteil wird bleihaltig sein. Stopp, ich werde mal meinen Schuss ein bisschen, ne? Vergesst nicht, dass wir ihn lebend brauchen. Okay, wir haben hier einen schwer bewaffneten Typen. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber wir müssen halt vorsichtig sein. Dürfen unser Ziel nicht gefährden. Okay, also äußerste Vorsicht. Das hier ist ein Scharfschütze. Drittes Ziel da. Nummer 1 kommt auf mich zu. Das kann sein, dass er von der 4 gleich gesehen wird, aber wenn er gefährlich wird, lieber abschießen. Oh, nicht vergessen, der braucht ein paar mehr Schuss, der hat eine dicke Weste. Tango getötet. Von wegen. Okay. Ich kann die 4 schießen, sobald sie um die Ecke kommt. Eine Kugel im Kopf ist für jeden tödlich.
Gut, die 4 kommt auf euch zu. Erledigen? Ja. Bevor ihr die Leiche seht. Okay, ist down. Die 1 kommt in die gleiche Richtung, am besten direkt, wenn er um die Ecke kommt. Der Alarm ist aus. Okay. Ich habe hier keinerlei Möglichkeit, mich zu positionieren. Alles tot. Okay. Ich okay. kann nur als dritter Sturmsoldat dienen. Als Sniper bin ich hier absolut fern am Platz. Ich kann die 2 erledigen. Ich würde gerne das Reaper hinter dem, also quasi am Heck von dem Helikopter auf diese Steine drauf klettert. Von da aus kannst du wenigstens ein bisschen was sehen. Unterwegs. Vor allem kannst du die 2 ausschalten. Wir haben das Ziel noch nicht gefunden, das ist nicht gut. 2 ist down. Weiß jemand, wie das, da ist jemand in dem Zelt. Oh, Gegner im Zelt bei uns. Ja. Okay. Irgendwo da vorne könnte auch schon das Ziel sein, also oberste Vorsicht. Okay, ich werde einmal mit der Drohne in das Zelt reinschauen. Ja, bitte für weitere Gegner. Ich gehe hier rechts neben das Zelt, um bessere Deckung zu bekommen. Also so wie der Typ angezogen ist, muss das unsere Zielperson sein. Also nicht erledigen? Nicht erledigen, wir müssen ihn ausquetschen. Okay. Hey, ich sehe Perico. Ich glaube, es ist unsere Zielperson, ja. Ja. Ich kann ihn ergreifen? Ja, Zugriff. Okay. Silencio. So, jetzt haben wir dich. Okay, ich hab ihn. Okay. Strom haben wir ausgeschaltet, ne? Zweites Ziel da drüben. Ja. Ja. So, sollten alle Luftabwehrgeschütze ebenfalls down sein. Okay, dann befrage ich mal unseren DJ hier. Ja. Oh, fuck! Na, schlecht aufgelegt. Ah, hey, seh mich an! Seh ich vielleicht aus wie ein Sicario! Ihr müsst mich nicht töten, Mann! Ach, warum nicht? Eins und zwei schlafen. Ich hab mein ganzes Leben von mir. Ich hab noch Träume und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay, okay. Aber ihr habt's nicht von mir, okay? Also, als Benutzernamen gebt ihr ein. BIDIBOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick, Perico. Heute wärst du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Okay, okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pakatari seine Botschaft abgesetzt hat. Verstanden? Ja, ja, Mann! Okay. Wir haben den Token und einen Benutzernamen bekommen. Okay. Bowman, wir haben den Code. Dann haben wir es hier soweit, dann hauen wir mit dem Helikopter auf. Ich werde von irgendwoher gesehen. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die haben nicht zufällig einen, der frei rumläuft, oder? Nein, ja, ist schon. Den müsste ich erledigt haben gerade. Ja. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pakatari. Wir haben aber trotzdem weiterhin irgendwo gesehen. Schnell in den Helikopter. Ja. Mist. Abzug. Okay. Flieg Richtung hinter uns, wenn's geht. Aber Hauptsache erstmal weg. Erstmal weit runter, damit die Flugabwehr uns nicht erwischt. Die hier müssten ausgeschaltet sein, weil ja, ich nicht Stromversorgung. Ich bin mir da nicht so sicher. Siehst du? Ausgeschalten? Fallschirm, Fallschirm! Ah. Oh Gott. Okay. Aua. Autsch. Oh, ich hole unseren Commander. Danke. Wie war das, Reaper? Da ist erstmal sprachlos. Lichter denn? Den Berg hoch. Ich glaube, jetzt geht's ihm besser. Berg hoch. Ja, es ist ein bisschen. Wer kann denn damit rechnen, dass die eine externe, eine interne Stromversorgung haben, die Drecksdinger? Ich habe Menschen vom Himmel regnen sehen. ist das nicht dein tägliches Erlebnis? Okay, jetzt befinden wir uns hier im Nichts. Habt ihr eine Karte, Kompass? Ja, wir müssen hier so ein bisschen über die
gucken rüber. Wo seid ihr denn jetzt? Kann man nicht einfach... Mir nach. Ist doch hier bestimmt. Geht nicht, schade. Wo ist denn der Commander? Da unten. Hier auf dem anderen Hockel von dem Berg. Da. Ich wünschte jetzt, wir hätten einen Gleiter. Mhm. Einfach laufen und hui! Gehen wir so grob in die Richtung. Also wenn wir unten zum Tal... Na gut, die Straße ist weit weg. Ja, wir laufen so schräg am Hang lang, dann sollten wir irgendwann irgendwo ankommen. Ach Gott. Ich guck nochmal auf die Karte. Es könnte sogar das sein, was wir da am Tal sehen an Gebäuden, wo wir hin müssen. Ich sehe da am Tal nix. Ja, gleich. Ja. Gleich auf dem nächsten Hügel müsstest du es sehen. Ja. Aber hier unser Kumpel Pack Kataria hat uns auch gefragt, ob wir den Konvoi und das alles machen können. Ich glaube, das ist da irgendwo. Wobei. Dann können wir auch gucken, was das für eine Pipeline ist, die sich da unten befindet. Nee, wir müssen noch ein. Wir sind eigentlich schon auf der richtigen Höhe. Ihr müsst noch mal ein Stückchen wieder hochkommen, schätze ich. Weil es befindet sich links von uns noch am Berg. Ach, hier oben. Da sieht man schon ein paar Häuser. Backsteinhäuser. Ach, da oben. Da hinten sollen wir hoch. Oh Gott. Oh nee. Ja, Berg wieder hoch. Heute ist Training angesagt. Außer. Er hat sich nochmal freiwillig gemeldet für diesen Einsatz. Jeder. Also ich nicht. Mhm. Also ich habe nur die Zahl gesehen unterm Vertrag. Mit einem Dollarzeichen dahinter. Du hast einen Vertrag gekriegt? Aha. Du nicht? Ich nicht. Schuld. Also sagen wir es mal so, ich habe einen Anruf bekommen. Und in diesem Anruf wurden mir sehr hohe Geldbeträge angeboten, dass ich hier nicht hinkomme. Mhm. Dass solange du nie was Schriftliches in der Hand hast, ist alles hinfällig. Naja, ich bin ja auch hier, also von daher. Ja. Ich glaube, ich könnte mich aber auch einfach hier niederlassen. Ich nehme diesen Hotelkomplex von Aqua Verde und rechte ihn wieder auf. Naja, aber möchtest du da das Kartell die ganze Zeit im Rücken haben? Ja, ich übernehme das Kartell. Da wird das Kartell. Das hat der letzte große Boss von dem Kartell auch gesagt und hast gesehen, was Elsoenio mit ihm angestellt hat. Na. Kommt man hier nicht nur. Kommt man hier hoch? Ich schicke eine Drohne. Sehr eingeschätzt, Tom. Ich bin auch nicht an der richtigen Stelle zum Hochlaufen. Also ich habe hier ein paar Rebellen gefunden, die uns vielleicht ein bisschen die Arbeit abnehmen können. Noch nicht befreien. Aber die eins kannst du ausschalten. Dabei. Okay, Commander, bin hinter dir. Okay. Ich befinde mich in einem der Backsteinhäuser. Aufpassen, dass dein Geschütz. So, hier haben wir noch einen am Turret. Da ist der zweite Tango. Sehe einen dritten. Ich sehe unseren Scharfschützen, glaube ich. Ja. Hallo, ich bin okay, hier. Nummer 2 ist der Captain des Lagers. Die 1 kann relativ leicht erledigt werden. Ja. Nur Vorsicht, dass die 3 dich nicht sieht. Öl für heute für unseren Sunny. Das tat gerade weh, glaube ich. Dir oder dem anderen? Dem anderen. Er hatte sich umgedreht und dann habe ich ihm in den Allerwertesten getreten und dann
seinen Kopf auf den Boden klatschen lassen. Nummer 4 kann ausgeschaltet werden, das ist ein Scharfschütze. Kann die Nummer 2 ausgeschaltet werden? Negativ, obwohl 2, warte. Der Kerl ist hin. 2, ja. Hab Nummer 3 im Visier. Okay, ist ausgeschaltet. Okay. Die 3 dürfte jetzt... Negativ, nein. Wieder ja. Nicht im Sichtfeld. 2 ausschalten, wenn er zu nahe kommt. Okay. Nummer 3 hat das gehört. Wie ist es mit der 1? 1 kann ausgeschaltet werden und 3 auch jetzt. 3 kann ich gerade. Okay. Wir haben noch einen Scharfschützen im Turm. Kann ich ausschalten? Okay. Dann los. Und ich glaube, draußen am Wachposten müsste noch einer sein, wo das war. Ich bin tot. Ich werde jetzt die Rebellen befreien. Ich habe hier noch Öl. Das ist genug, hast du jetzt. Okay, jetzt funkt jemand. Ich hatte jetzt noch einen unten am Eingang, aber... Eine Person scheint sich noch aber im Gelände zu befinden. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich wurde gesehen. Aua, aua, was? Von wo? Bei der 1. Wäre Gegner. Erledigt. Ist ausgeschaltet. Von hinten kam der... Die 1 unten am Eingangsstiegshäuschen. Ist erledigt. Da. Okay, sehr gut. Was sollten wir hier jetzt machen? Den Konvoi zerstören oder was war der Plan? Ja. Na okay. Dann. Was gehört dazu, Konvoi? Es müssten 3 Fahrzeuge dazu gehören. Hier ist ein LKW. Nummer 1. Granate fliegt. Nehmt das. Granate fliegt. So. Granate fliegt. Nehmt das, ihr Säcke. Okay, das war's. Ziel zerstört. Ich schätze, Suenio kriegt sein Mausoleum auch ohne den Kram, oder? Oh, bin da. Oh, ich bin da. Und da. Ja, ich sehe ihn. Der Gastank brennt. Oh, das sieht aus nach Brandwunden. Das hat aber gedauert. Das ist sein eigener Sprengsatz wieder. Nee, hier ist ein Auto hochgegangen. Granaten und keine mehr unterwegs. Befindet sich Munition im Gebiet? Negativ, hab noch nichts gefunden. Was? Munition? Ja. Hier oh. Vorne neben dem Gasolinerhaus, direkt links daneben. Okay, positiv sehe sie. Danke. Oben bei dem Gefängnis war auch noch was. Da brennt's gerade. Habt ihr schon alles nach Vorräten untersucht? Noch nicht ganz. Sonst ein grober Überblick dürfte reichen. Nur, dass sich hier keiner beschwert, dass ihm irgendwas fehlt. Gut. Okay, wir haben leider keinen aus. Helikopter hier in der Nähe. Nur dann würde ich sagen, müssen wir als nächstes den Ingenieur finden. Okay. Immer hier, ne? Unserem Sunny da sagen muss, er soll nicht rumholzen, im Club. Ich hab die Vögel, die da waren, abgeschossen. Warum die armen Piepmütze? Haben dessen. Ja. Ich stehe aber nicht so auf Vogelfutter. Hier ist noch ein Neuwagen. Ja, aber der brennt. Moment, ich fahre. Wenn du einen echten fahrbaren Untersatz findest, dann gerne. Ja, das sieht doch gut aus. Naja. Der geht noch.
Lass mal alle 15 Kilometer den Kühler prüfen. Benötigen Ziel? Ja, erstmal weiter geradeaus. Ohne Zivilisten zu erledigen. Rechts? Ja, ich sehe, das ist. Die Temperaturanzeige schwindet auch ein bisschen. Ja, ja, gute Idee, genau. Achtung, das ist eine böse Kurve. Ja, mit Probleme. Jetzt links. Oh, jetzt duftet es aber nach ganz anderen Sachen. Oha. Ich weiß nicht. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Der hält noch bis zum Zielort. Wir fahren gleich an Pucara Bravo vorbei. Vielleicht steht da ja ein neues Fahrzeug vor uns. Ja, ich sehe schon neue Fahrzeuge, ja. Okay, das ist dann gut. Hallo! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße! Jetzt hast du einen Kratzer. Schnell raus, schnell raus. Weißt du, das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja nun mal, dass das Fahrzeug jetzt hier gleich genauso aussieht. Und zwar nach der ersten Kurve, siehst du? Der hat sich schon die Scheibe gesprungen. Und jetzt haben wir eine Stelle. Also ich. Motor, oh Gott. Ich hab vollstes Vertrauen in unseren Sachen. Mhm. Immer. Das Vertrauen hatte ich auch, als wir hier hingeflogen sind. Jetzt, wo wir hier sind, habe ich das nicht mehr. Ja, ich habe meinen Führerschein halt auf Kavala gemacht. Ich brauche eine Angabe. Achso, nach rechts. Ja, auf Kavala, auf so einer Insel. Ja. Jala, jala in Kavala. Wieso hast du den denn da gemacht? Ich dachte, der Polizeistand lässt keine Führerscheine mehr zu. Ja, ich hab den noch mit so einem Kartrennen gewonnen. Ach, der war so gut. Kein Wunder, dass du nicht fahren kannst. Ah, oh, es fährt sich fast genauso wie die Fahrzeuge dort. Ich glaube übrigens, dass es sich um einen Aquädukten handelt. Was ist ein Aquädukt? Das rechts von uns. Das rechts von uns. Achso. Scheint tatsächlich sowas zu sein, oder? Ich vermute es. Speicherkarten. Die sind voll, ja. Dann halt mal kurz an, wir haben eh einen Helikopter hier in der Nähe. Gut, dann. Ich hoffe, es hat einen Spaß gemacht und einen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.